Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin einigermaßen enttäuscht, wie Sie hier versuchen, diese sinnvolle gesetzliche Neuregelung ausschließlich zu nutzen für Wahlkampfzwecke. Wenn Sie, Frau Schulze-Vöcking, mal hingeguckt hätten, was wir an Veränderungen eingebaut haben mittlerweile, dann sehen Sie doch, wir kommen den Betrieben an den Stellen, wo es notwendig ist, ja längst entgegen. Sie reden doch noch über Dinge, die längst abgearbeitet sind. Wir haben genau den Punkt, der besonders kritisch war, nämlich zu sagen, wenn eine Kontrolle nicht so gut verläuft, dass man schnell eine Nachkontrolle möchte, haben wir gesagt, genau das werden wir erfüllen. Und ich kann Ihnen sagen, tun Sie nicht immer so. Tun Sie nicht immer so, als wären Sie die Einzigen, die unterwegs sind im Mittelstand, die unterwegs sind im Handwerk. Liebe Kollegin, das mache ich genauso. Und ich kann Ihnen sagen, ich war mit der Kollegin Frau Dr. Beisheim bei den Handwerkern. Wir haben das Gespräch geführt mit den Innungsmeistern. Und wir haben die Zusage gegeben, und die halten wir auch ein, dass wir in den nächsten 3 Jahren genau gucken werden, ist das machbar für die Handwerksbetriebe? Wo müssen wir vielleicht dann noch nachsteuern? Das werden wir alles machen. Aber wenn man wie Sie diese grundsätzlich gute Idee, mehr Verbraucherschutz hier in Nordrhein-Westfalen durchzusetzen, schon grundsätzlich ablehnt, dann liegt man vollkommen falsch. Vielen Dank. Vielen Dank.